Servus und hallo, liebe Bundesliga-Freunde, liebe Fußballfans. Ich bin mir sicher, ihr habt am Wochenende den 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga genauso gespannt beobachtet wie ich. Und was war das für ein Spieltag? Die überraschende Niederlage des FC Bayern Münchens, des Tabellenführers zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, was wiederum ermöglichte, dass wir nach 7 Spieltagen einen völlig überraschenden Tabellenführer mit Borussia Mönchengladbach haben. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass gerade die Mannschaft nach 7 Spieltagen Tabellenführer ist, die in der Europa League zu Hause 4:0 gegen eine Mannschaft aus der österreichischen Liga verloren hat? Und wer hätte gedacht, dass nach 7 Spieltagen der VfL Wolfsburg neben Juventus Turin die einzige ungeschlagene Mannschaft in den Top 5 Ligen in Europa ist? Ein spannender 7. Spieltag. Zeit genug für uns einmal genau auf alle Spiele zu schauen. Starten wir direkt rein ins Video. Let's go! Kurz noch bevor wir uns die Spiele alle anschauen. Danke, dass ihr mein Video anschaut. Wenn ihr Lust habt und den kurzen Moment Zeit, drückt den Subscribe-Button. Hier ist der Subscribe-Button, dass ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Das soll es auch schon gewesen sein. Starten wir direkt rein ins Video. Los geht's! Normalerweise ist der Rückblick auf den Spieltag bei mir immer so getaktet, dass ich jedes einzelne Spiel für sich betrachte. Diese Woche mal ein bisschen anders. Diese Woche schauen wir uns ein bisschen die Tabelle an und dann so ein bisschen die einzelnen Ergebnisse. Und der Spieltag begann natürlich wie immer mit der Freitagspartie. Und da ist sehr auffällig, dass Hertha BSC Berlin in den letzten Spieltagen ja von unten, von den unteren Tabellenplätzen, etwas nach oben geklettert ist. Im Freitagsspiel beim 3:1 Heimspiel ist es der dritte Heimsieg in Folge, oder nicht der dritte Heimsieg, aber der dritte Sieg in der Liga in Folge. Und damit hat Hertha BSC jetzt, lass uns kurz schauen, 10 Punkte auf dem Konto und ist im Mittelfeld der Tabelle angekommen. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf mit einer Negativserie und Fortuna Düsseldorf muss nach einem etwas soliden Start in die Liga jetzt aufpassen, dass man nicht weiter abrutscht und dass man nicht zu sehr in die Abstiegsplätze gerät. Nächstes Spiel und Paderborn hat eigentlich eine gute Chance gehabt, als noch einziges Team in der Liga ohne Sieg den ersten Sieg einzufahren bei der Partie zu Hause gegen Mainz 05. Allerdings eine leider schwächere Leistung von Paderborn, die eigentlich an den letzten Spieltagen nie für ihren hohen Aufwand belohnt wurden. Und so setzt sich am Ende in einer Partie, ja, wo es schon ein bisschen auch um den Abstieg geht, in einer eigentlich sehr wichtigen Partie, Mainz durch und holt sehr wichtige 3 Punkte gegen den Abstieg und für den Klassenerhalt. Dann ein absolutes Topspiel. Nach dem Spieltag 5. gegen 7. davor war es 2. gegen 6. Das heißt, ihr seht oben in der Tabelle, dadurch, dass alles so eng ist, hat sich sehr, sehr viel verschoben. Leipzig und Leverkusen trennen sich da in Leverkusen 1:1. Und man muss sagen, ja, es war eine offene Partie. Leverkusen war leicht überlegen. Leipzig, ja, Timo Werner hat viele Chancen vergeben, muss man sagen. Und ja, am Ende trennen sich beide Mannschaften 1:1. Und Leipzig muss aufpassen, dass man nach dem großartigen Start jetzt nicht immer weiter durchgereicht wird. Ich meine, es sind nur 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Aber ja, der Schalter muss jetzt wieder umgelegt werden. Danach mein SC Freiburg und die Mannschaft, die offensichtlich nur noch 2:2 spielen kann. So auch an diesem Wochenende Borussia Dortmund wieder enttäuschend und ja, in der letzten Minute noch den Gegentreffer durch ein Eigentor kassiert. Und somit geht die Partie 2:2 unentschieden aus. Freiburg setzt sich irgendwie, wie auch immer das geht, in der Spitzengruppe weiter fest und ja, Borussia Dortmund tritt auf der Stelle viel zu viele Unentschieden.
Und was uns auch auffällt, nach 7 Spieltagen ein Torverhältnis von 19 zu 11 Toren, 11 Gegentore ist einfach viel zu viel für ein Team, was Meister werden will und was sich selber Spitzenteam nennt. Danach die große Überraschung des Spieltags. Ihr seht es, der FC Bayern München zu Hause gegen die TSG Hoffenheim am letzten Oktoberfestwochenende. Bayern ideenlos, sah so aus, wären sie schon mit den Köpfen schon auf dem Oktoberfest. Hoffenheim hat das eiskalt ausgenutzt, Hoffenheim in den letzten Wochen eigentlich nicht so gut und trotz des Sieges erst bei 8 Punkten. Das heißt, eigentlich war Hoffenheim eines der Krisenteams für mich in der Liga. Aber ja, im Endeffekt die Chance genutzt, dass Bayern nicht so stark aufgetreten ist zu Hause. Bayern damit von der Tabellenführung gestürzt und selber wichtige 3 Punkte geholt. Das kann eine Initialzündung sein jetzt, um eine Serie aufzubauen. Dann der FC Schalke 04 mit der großen Chance, die Tabellenführung zu holen. Aber in letzter Minute der erste FC Köln, wie schon beim Spiel gegen meinen SC Freiburg, mit einem wichtigen Tor und somit Schalke nur auf Platz 6. Das kann der Unentschieden sein, das kann der Unterschied sein. So knapp ist diese Liga. In der letzten Minute Schalke den 1:0-Sieg verspielt und so trennt man sich vom 1. FC Köln, der damit den 4. Punkt in dieser Saison holt, aber trotzdem Vorletzter bleibt. Ein Unentschieden, ein 1:1-Unentschieden. Danach der neue Tabellenführer und der ist es auch mit einer überragenden Leistung geworden. Gladbach war nach 20 Minuten schon 3:0 gegen Augsburg in Führung. Am Ende ein ganz, ganz souveräner 5:1-Heimsieg. Augsburg muss sich überlegen, ja, wie sie es schaffen, stabiler zu werden. 5 Punkte bis jetzt nur, 19 Gegentore. Das sind auch, ja, sind die meisten mit Paderborn zusammen in der Liga. Also für Augsburg wird es eine sehr, sehr schwere Saison. Und Gladbach, ja, in der Liga sieht das jetzt erstmal super aus. Dann das nächste Überraschungsteam. Der VfL Wolfsburg nicht gut gespielt gegen Union Berlin. Aber am Ende ist im Fußball natürlich immer das, was zählt, das Ergebnis. Und das war enorm effektiv. Weghorst sichert dem VfL Wolfsburg die 3 Punkte und damit als einziges noch ungeschlagenes Team in der Liga den 2. Tabellenplatz. Im Abschlussspiel des 7. Spieltags Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Und wieder haben wir eine Last-Minute-Entscheidung. Werder Bremen gleicht kurz vor Ende noch aus und raubt damit der Eintracht den nächsten Heimsieg. Eintracht Frankfurt wäre bei 13 Punkten gewesen und damit ganz oben im Geschäft dabei in dieser knappen Tabellenführung. Jetzt haben sie einen kleinen Rückstand für Werder Bremen. Ja, der Punktgewinn deutlich mehr wert als für Eintracht Frankfurt. Die Bundesliga geht jetzt nach dem 7. Spieltag erstmal in eine Länderspielpause. Wenn die Länderspielpause wieder vorbei ist, kommt wieder jeden Mittwoch meine Tipps zum Spieltag und dann immer am Sonntag respektive Montag die Zusammenfassung des Spieltags. Die Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Deswegen subscribe zu meinem Channel, um kein Video mehr zu verpassen. Heute erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Overskill Gaming. Das war's mit dem Video. Vielen Dank. Ich bin raus. See ya!